Moin Moin Secrets Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute eine neue Runde Let's Play für euch. Wir sind dabei, wie Friendship is Magic, der uns das Replay eingesendet hat, mit seiner Akizuki unterwegs ist. Tier 8 japanischer Zerstörer sind wir heute unterwegs. Ja, Akizuki bekannt als Nicht-Torpedoboot, richtig. Gunboot hier am Start heute. Ich bin gespannt auf das Replay und wenn auch ihr eine tolle Runde habt, dann gerne einsenden. replay.secrets.de. Ja, kommen wir mal zu seinen Verbesserungen und Kapitänsskillungen. Wir haben ja einen Yamamoto Isokuro Kapitän mit 20 Punkten drauf. Bei den Verbesserungen, da denke ich mal, gibt es hier nicht so viel Auswahl. Alternativ im dritten Slot, um eure Flakbewaffnung noch zu stärken, könnte man auch die Flakbewaffnungsmodifikation 1 wählen. Gibt euch nochmal minus 20% Vorbereitungszeit auf die Flugabwehrpriorisierung. Weiterhin hat er sich hier die präventiven Maßnahmen entschieden. Durch Yamamoto-Kapitän bringt es halt minus 45% bei den Modulausfällen, ansonsten haben wir nur 30%. Dann hat er mit letzter Anstrengung drauf Experte der Überlebensfähigkeit, Adrenalinrausch, dann Hauptbatterie und Flugabwehrspezialist bringt euch nochmal 5% verbesserte Nachladezeit auf die Hauptgeschütze und plus 10% kontinuierlich Flugabwehrschaden. Das ist ganz interessant hier. Und dann im vierten Slot haben wir unseren Tarnungsmeister drauf und Hauptbatterie und Flugabwehr. Experte nochmal 20% Reichweite, was natürlich auch für die Akizuki hier als Gandede sehr, sehr wichtig ist und nochmal 15% Schaden durch Flak-Explosion. Also alles rein in Tarnung und ansonsten in die Gunpower und auch hier geht schon die ersten Schiffe auf. Skane hier vor uns, HE ist geladen und dann geht es halt entsprechend drauf. Aufpassen muss er hier natürlich, wir brauchen Unterstützung von hinten, aber ihr seht schon, Akizuki hat hier einen richtig guten Damage-Output. Wir wissen hier nicht, ja, dadurch, dass wir hier kein vorrangiges Ziel oder Beschussalarm geskillt haben, wer auf uns schießt, wie viele auf uns schießen, wann sie auf uns schießen. Deswegen müssen wir natürlich besonders als Gandede aufpassen, dass wir hier nicht zu gut, zu oft getroffen werden. Aber ihr seht schon, er spielt hier mit WASD ein bisschen rum, fährt hier rückwärts, fährt hier vorwärts, um den entsprechenden Granaten hier auszuweichen. Macht das sehr schön am Anfang der Runde. So, hier geht schon mal die Missouri raus, durch die Linien getroffen. Auch die Skane dürfte hier gleich rausgehen. Wir haben relativ wenig gelitten, also der Support auf unserer Seite ist deutlich besser gewesen als der Support auf der anderen Seite. An Skane sollte es gleich rausgehen, genau, da ist auch raus. Erster Abschuss hier für uns. Jetzt wird erst der Nebel gezündet, weil es ist nicht sicher gewesen, weil wir das vorderste Schiff gewesen sind, ob wir hier unbedingt ein Spotting auf die Skane gehabt hatten. Unsere anderen Schiffe sind relativ weit noch dahinter uns. Jetzt können wir den Nebel zünden. Ihr seht da vorne, die Bayern geht jetzt sogar wieder zu. Also deswegen mit Absicht nicht den Nebel gezündet. Das hätte er wahrscheinlich gemacht, wenn es hier ein bisschen brenzlig geworden ist, wenn er gemerkt hätte, es schießen mehr Schiffe auf mich. Ja, hier wieder erstmal rückwärts raus aus dem Nebel, um wieder ein Spotting-Ziel zu kriegen. Ist natürlich immer super ärgerlich, man zündet gerade seinen Nebel und dann hat man kein Ziel, auf was man schießen kann. Kann man natürlich so machen, muss natürlich aufpassen hier, aber dass man nicht denn selber beschossen wird. Wir sind jetzt natürlich offen, solange wir schießen, für 20 Sekunden, wenn wir nicht in den Nebel reinfahren. Da kommen die Salver an, gut gesehen und dann sprechen wir rein in den Nebel und ja, den meisten hier ausgewichen. Bayern und Richelieu, die auf uns gerade geschossen haben. Richelieu ist es aber offen für uns, deswegen können wir jetzt die restliche Nebelzeit hier ausnutzen, den Cap nebenbei holen und die Richelieu mit unseren Salben hier eindecken. Ja, ansonsten, wenn ihr die Akizuki noch nicht habt und wollt sie euch holen, dann würde ich euch definitiv am Anfang empfehlen, geht auf den B-Rumpf. Das Ganze bringt euch nämlich viele Trefferpunkte mehr. Ihr geht vom A-Rumpf von 18.700 hoch auf 23.200 Trefferpunkte beim B-Rumpf. Ansonsten Feuerleitanlage, auch nicht ganz unwichtig. Ihr habt nämlich standardmäßig nur 11,3 Kilometer und ihr seht, ihr seid ein Gandede, da müsst ihr schon entsprechend viel dichter ran, um eure ganz entsprechende Position zu bringen mit der Feuerleitanlage Typ 2, seid ihr nämlich gleich auf 12,5 Kilometer hoch und ihr habt ja gesehen, wir haben hier den 4er-Slot im Captain geskillt, also die Hauptbatterie um 20% erweitert, dementsprechend kann er hier 15 Kilometer schießen. Ja, bei den Torpedos, dadurch, dass wir kein Torpedoboot sind, sind wir am Anfang bei den Typ 90 Torpedos auch auf 10 Kilometer. Das ändert sich nämlich nicht. Wenn wir die Typ 93 Torpedos einbauen, kommen wir nämlich genauso weit, also auch nur 10 Kilometer. Was ist jetzt anders? Ihr habt 4000 mehr, was ihr an Schaden macht, wenn die Torpedos treffen. Ihr ladet aber auch 11 Sekunden langsamer nach. Dafür sind eure Torpedos aber 70 Knoten schnell. Im Gegensatz zu den Typ 90 Torpedos, die sind nämlich nur 65 Knoten schnell. So, dann gehen wir wieder rein ins Gefecht. Was ist jetzt passiert in der Zeit? Bei uns ist die Aoba rausgegangen auf der griechischen Seite, Misoro und Skane. Das haben wir ja hier vorne gesehen. Wir konnten den Cap entsprechend erobern, schon mal ganz wichtig. Da unten ist der Gene nämlich am Drücken. Wenn wir nämlich in die südwestliche Seite mal reingucken, deswegen müssen wir hier Druck machen. Ihr seht, Bayern fährt da hinten weg, den können wir weiterhin eindecken. Und das ist halt auch jetzt die Stärke von der Akizuki. Ihr seid halt ein Gandede. Ihr könnt natürlich auch
aufgedeckt schießen und solltet sogar aufgedeckt schießen, aber immer aufpassen, welche Schiffe auf euch schießen, ja, ob da Kreuzer-Support ist oder ob sich da vielleicht ein DD ranschleicht, der euch dann verdeckt torpen könnte, ob mit Torpedos, wo ihr ja nicht mit rechnet. Ansonsten könnt ihr hier den Gegner auf Sitz hohe Reichweite eindecken, ohne dass er sich großartig wehren kann. Wir sind falls hier nicht super schnell mit der Akizug, wir sind auch nicht super wendig, aber nichtsdestotrotz, die Reichweite, ja, für die gegnerischen Schlachtschiffe ist halt hoch, dass ihr trotzdem den Granaten, wenn sie kommen sollten, ausweichen könnt. Wenn ihr natürlich da lieber ein bisschen noch unsicher seid, was ihr hier machen sollt, dann würde ich vielleicht euch noch den Beschussalarm oder das vorrangige Ziel bei den Skills empfehlen, weil dadurch habt ihr eine höhere Sicherheit, natürlich Granaten entsprechend noch auszuweichen. Also wer da noch nicht ganz so affin ist bei den Gun-DDs, man sieht es, denke ich mal, hier, dass er das ganz gut unter Kontrolle hat, der kann da vielleicht noch bei den Kapitänskills ein bisschen dagegen wirken. Ja, unsere Akizuki kommt mit 4 Zwillingstürmen daher, nur 100 mm muss man sagen, deswegen entsprechend guckt, auf welche Ziele ihr schießt und guckt, wo ihr genau hinschießt, am besten natürlich auf die Aufbauten, da Richelieu hat uns jetzt getroffen, da müssen wir natürlich, wie ich gerade eben schon sagte, aufpassen, dass wir hier nicht zu nah rankommen, dass wir nicht zu viele Trefferpunkte hier verlieren, weil hochheilen können wir uns hier mit unseren Zerstörern nicht. Aber da ist die Bayern entsprechend raus. Den haben wir hier so gut eingedeckt. 53.000 schon Schaden auf der Uhr. 4 Brände gelegt. Die Brandwahrscheinlichkeit ist hier nicht ganz so hoch. Die liegt hier nur ungesillt. Also wenn wir keine Flaggen, nichts drauf haben, bei 5%. Ja, und was natürlich ganz interessant ist, guck mal runter auf die Verbrauchsmaterialien. Wir haben hier einen Zerstörer, der Nebelwerfer hat und zugleich den Torpedo-Nachladebeschleuniger. Also ist hier auf jeden Fall eine Besonderheit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt irgendein anderes Schiff überhaupt diese Kombination hat. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall, ohne unseren Inspekteur haben wir hier 3 Ladungen für den Nebelwerfer. Standzeit sind dann 89 Sekunden. 160 Sekunden brauchen wir, um wieder nachzuladen. Dann haben wir noch einen Motorboost, der uns hier noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit gibt. Und vor allem unseren Torpedo-Nachladebooster. Wir haben hier nur einen Vierfachwerfer drauf, wie ich von eingangs erwähnte, 10 Kilometer ist halt nur die Reichweite, aber mit diesem Torpedo-Nachladebooster haben wir halt nochmal die Möglichkeit, einen zweiten Werfer rauszuschicken und auch Nachladezeit sind hier 160 Sekunden, 3 Ladungen haben wir hier an Bord. So, mittlerweile haben wir jetzt schon 5 Schiffe da unten verloren, ihr seht, die Seite unten ist gefallen, wir sind nur noch hier oben, dementsprechend fahren uns die ganzen Schiffe hinterher, wir machen hier vorne den Leader, müssen jetzt aufpassen, aber dass wir hier nicht, wenn wir die ganze Zeit offen sind, zu viele HPs verlieren, ihr seht, Miyoko schießt auch da hinten auf uns und wenn die Richelieu uns noch trifft, die Hälfte der HPs haben wir halt verloren, aber Gun-DD ist halt immer mit Risiko behaftet, wir werden halt immer unter Beschuss kommen, deswegen guckt, dass ihr auf jeden Fall den nötigen Abstand zu den griechischen Schiffen habt, dass ihr nicht zu viele HPs verliert, weil ihr zu dicht rankommt oder weil ihr unter Dauerbeschuss seid. Jetzt lässt er sich, glaube ich, erstmal zugehen. Ne, schießt doch wieder drauf. Okay, Richelieu fährt weg. Richelieu hat natürlich keine Türme hinten, deswegen sind wir da ein bisschen safe, müssen halt auf die Miyoko dann aufpassen, der fährt Richtung Kartenrand. Da hoffen wir jetzt einfach mal, dass unsere Schlachtschiffe den hinten gleich erledigen. Und dementsprechend sehen wir auch, die Richelieu schießt da nicht mehr auf uns. Und so könnt ihr natürlich eure Ziele hier auch aussuchen. Ziele, die wegfahren. Ziele, die nicht auf euch schießen. Entsprechend unter Beschuss zu nehmen. Und das macht er hier auch. Ja, wir haben hier nur, wenn ihr auf die Minimap guckt, das ist natürlich euer bester Freund hier mit. Gerade bei den Gun-DDs keine weiteren Ziele, die auf uns hier erstmal wirken können. Dementsprechend, ja, kann uns hier nichts passieren. Und wir können auf die gegnerischen Schiffe schießen. Ja, was zeichnet unsere Akizuki noch aus? Und zwar, dass wir hier eine gute Flak haben. Also die Akizuki ist bekannt als Schiff mit einer guten Flak, muss man mal so sagen. Wir sind natürlich nur ein Zerstörer. Nichtsdestotrotz kein defensives Flakfeuer. Aber ich denke mal, unsere Flak könnte hier noch zum Einsatz kommen. Wir haben ja ein CV im Gefecht. Lexington ist auf der gegnerischen Seite. Und ihr seht es unten mit P. Erstmal ist die Flak deaktiviert. Warum macht man das Ganze? Eure Flak schießt auf 5,8 Kilometer. Sprich, wenn ein Flieger reinkommt, fängt die Flak sofort an zu schießen, wenn sie nicht deaktiviert ist und ihr geht auf 5,8 Kilometer auf. Wenn ihr die Flak deaktiviert habt, dann schießt sie dann entsprechend nicht, aber ihr geht zur Luft auch erst ab 2,9 Kilometer auf. Also dementsprechend seid ihr später offen für den Gegner und könnt natürlich auch die Flieger überraschen, den gegnerischen CV überraschen, wenn ihr auf einmal später natürlich aufgeht. Dann solltet ihr natürlich die Flak aktivieren, ja, und auf die gegnerischen Flieger schießen, aber ganz am Anfang der Runde macht es hier gar keinen Sinn. Ja, ihr wollt natürlich so lange wie möglich hier zubleiben, zumindest wenn ihr gerade nicht schießt. Ansonsten ist es natürlich egal, aber ansonsten, ja, zubleiben heißt nicht getroffen werden und dementsprechend deaktiviert erstmal eure Flak und nur wenn ihr angegriffen werdet von Fliegern, dann halt entsprechend wieder aktivieren.
So nach knapp der Hälfte der Spielzeit haben wir jetzt ein 6 gegen 6, wobei punktemäßig ist es noch ganz okay, minus 140 Punkte, wobei jetzt unser Lexington rausgegangen ist, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ja, das sollte ja nicht passieren, aber ihr seht Kagero hier hinter uns, die ist hier geschickt, hier komplett den Bogen rumgefahren. Ja, der Flugzeugträger hat sie entweder nicht vorher nicht gespottet gehabt oder nicht mit gerechnet, auf jeden Fall wäre es wichtig. Lexington versucht uns den, denke ich mal, noch so lange wie möglich hier aufzuhalten. Da sind noch Flieger, die letzten Flieger in der Luft gewesen und unsere Aufgabe sollte es natürlich sein, jetzt schnell hier noch den rauszunehmen. Da haben wir auf jeden Fall jetzt ein Glück, dass hier noch die Lexington Flieger gestartet hat. Kagero hat auch nicht mehr so viel HP, dementsprechend sollten wir ihn hoffentlich gleich rauskriegen. Fighter hat er nochmal drüber gelassen, das war noch die letzte gute Aktion vom Flugzeugträger gewesen. Aber gut, manchmal ist es halt so, man rechnet nicht, dass der Gegner halt so einen weiten Bogen rumfährt, hat vielleicht die Minimap auch nicht, ja, in Augenschein richtig genommen und dementsprechend wird man dann überrascht und vom gegnerischen Zerstörer rausgenommen aus dem Spiel. Wichtig auf jeden Fall, dass wir ihn jetzt zerstört haben, so kann er nicht hinter uns reinfahren und hier die vielleicht noch cappen. Ja, und uns entsprechend die ganze Zeit aufhalten. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, mit Verbündeten Atago, Lenin und Bayern hier Richtung C zu fahren. Ja, die Schiffssituation ist noch ausgeglichen. Da oben ist nämlich Yoko noch da, der am Kartenrand da gefahren ist. Dementsprechend sollte der, genau, da geht auch schon raus. Das war wichtig jetzt gewesen. Schiffsvorteil erstmal jetzt auf unserer Seite, wobei unsere Lenin auch nicht mehr sehr gut aussieht. Die geht jetzt auch als nächstes schon raus. Also wieder Ausgleich bei den Schiffen. Ansonsten sind die alle noch relativ full HP hier. Brand auch erstmal auf die Fuso. Wir können wieder drauf schießen. Vielen muss man sagen, gut, dass hier ziemlich viele Schlachtschiffe in diesem Gefecht hier drin waren. Da waren natürlich auch viele Zerstörer drin gewesen. Aber die Schlachtschiffe sind natürlich unsere beliebtesten Ziele hier. Sie sind groß, schwer, träge, langsam. Und mit unserer DPM, mit unserer Gunpower können wir hier richtig viele Salven raushauen. Er zündet die nächste Smoke, stellt sich hier rein. Dementsprechend können wir erstmal nicht getroffen werden und können weiterhin auf die Fuse schießen. Vorteil natürlich, wenn wir hier offen fahren und auf den Gegner schießen, ist für unsere Leute natürlich, dass wir hier den Fokus eventuell auf uns ziehen und die Leute entsprechend, ja, sich anwinkeln müssen, hinstellen müssen und unsere Leute ein besseres Ziel auf die Schlachtschiffe, auf die gegnerischen Schiffe haben. Aber dadurch, dass wir jetzt erstmal Nebel gezündet haben, fällt das Ganze erstmal weg. Wir wollen natürlich aber auch safe stehen hier und nicht zu viel HP weiterhin verlieren. So, da kam der Torpedo-Nachladebooster gerade erstmal zum Einsatz. Fuso, denke ich mal, dürft ihr als nächstes Ziel aber hier rausgehen. Ihr seht's, die schmilzt quasi dahin. Hätte nicht mal zwingend irgendwie pushen müssen, weil drei Caps hatte der Gegner gehabt. Er hätte sich auch erstmal weiter sortieren können, mit den anderen Schiffen zusammenstellen können. Dann wäre ihm das Schicksal hier vielleicht erstmal erspart geblieben. Zumindest wäre er länger ins Gefecht geblieben. So, da hinten kommt die Bayern rein. Gleich unser nächstes Ziel. Schnelle Schiffsauswahl und weiter geht's. Ja, ihr werdet vielleicht sagen, okay, ich habe hier schon 500 Treffer und erst 100.000 Schaden in Anführungsstrichen auf der Uhr. Ja, die Akizuki lebt natürlich von ihren Brennen, aber auch natürlich von ihrem hohen Damage Output. Sie macht nicht viel Schaden, wenn sie treffen, aber halt kontinuierlichen Schaden. Und wenn ihr die Torpedos vielleicht noch an Mann bringt, dann wird es halt nochmal richtig böse für den Gegner. Aber hier konnte die Bayern-Torpedos ausweichen. Ich habe es ja gesagt, jetzt Unterstützer gerade gedroppt. Knapp 21.000 maximalen Schaden, wenn Torpedo halt trifft. Und ihr seht hier, der Adrenalinrausch wirkt jetzt auch noch bei uns. Die Hälfte der APs haben wir verloren. Dementsprechend hier ein richtig heftiger Gun-Output. Ja, die Bayern wird hier eingedeckt von unseren Salben und dann irgendwann droppt halt der Brand. 9 Stück haben wir dann doch schon an der Zahl und ja, auch die Bayern schmilzt als nächstes Schiff hier dahin, wird hier als nächstes rausgehen und dann sieht die Runde schon wieder sehr, sehr gut für uns aus. Dann haben wir gleich den Schiffsvorteil, noch nicht den Cap-Vorteil, aber die Caps werden jetzt auch gerade von uns schon genommen. Weiterhin seht ihr auch, wir haben einen guten Schusspunkt. 1000 Meter sind unsere Granaten hier schnell und auf so einer kurzen Distanz, es trifft eigentlich alles das Ziel, da geht kaum was daneben. Seht, wie die Granaten auf die Bayern da einprasseln. Er hat keine Chance, hier noch irgendwo Scout-Sicht zu machen. Er könnte jetzt versuchen, unsere Bayern da vorne noch zu rammen. Ich denke mal, das wird vielleicht noch sein letztes Ziel sein. Dementsprechend müssen wir versuchen, ihn schnell rauszunehmen. Großkaliber jetzt gedroppt. Ah, unglücklich. Also wirklich, ah, knapp. Also da hat die Bayern wirklich vom Gegner noch das Maximalste hier rausgeholt. Leider hat unsere Bayern hier viel zu spät realisiert, dass er gerammt werden wird und dementsprechend nicht mehr ausgewichen. Da haben wir ein fast Full AP Schiff jetzt verloren gegen eins, das eigentlich so gut wie raus war. Da hatte noch knapp 1000 AP oder sowas gehabt, also super unglücklich. Sollte eigentlich nicht passieren, da nicht zu dicht an die generischen Schlachtschiffe ranfahren. Also ja, das hat überhaupt gerade keinen Sinn gemacht und das bringt uns jetzt wieder in eine ganz schlechte Situation, weil die Atago haben wir auch noch verloren. Jetzt heißt es 2 gegen 2, 2 DDs gegen 1 DD und einen Flugzeugträger, wobei natürlich der Flugzeugträger den Vorteil hat, wenn er hier wegfährt, dann kann er mit seinen Fliegern angreifen und ja, wir entsprechend kein Spotting mehr
der uns hier irgendwo was aufdeckt. Wir wissen halt nicht, wo ist der gegnerische DD vielleicht, wo ist der Flugzeugträger. Vorteil jetzt also beim gegnerischen Team hier 170 Punkte nur noch knapp, was sie erreichen müssen. Haben wir jetzt gleich nur noch einen Cap. Wir haben jetzt den zweiten Cap genommen, aber mal schauen, ich bin mal gespannt. Lightning da oben ist relativ low HP. Unsere Z35 hat knapp noch die Hälfte der Strukturpunkte. Und da ist die Lightning offen. Das ist ganz wichtig, dass er dieses Gun-Duell gleich gewinnt. Aber das sollte für ihn auch, denke ich mal, kein Problem sein. Wir haben hier noch mehr Trefferpunkte. Zündet jetzt zur Sicherheit aber nochmal Nebel. Möchte jetzt nicht zu viel Trefferpunkte anscheinend verlieren. Lightning natürlich auch gut mit den Guns unterwegs. Aber hier konnten wir ihn rausnehmen. Ja, das war knapp gewesen. Erstmal stehen wir hier drin im Nebel. Flieger hier irgendwo über uns. Wir hören sie, aber wir wollen jetzt erstmal noch nicht rausfahren. Gucken wir da oben mal ganz kurz rauf. Also uns reicht noch nicht. Jetzt könnte es gleich reichen. Genau, jetzt würde es reichen. Wir haben drei Caps, der Gegner hat nur einen Cap. Und ihr seht, da oben in 5 Minuten würden wir halt gewinnen. Problem ist aber, unsere Restspieldauer ist nur noch 3 Minuten 40. Und jetzt zum Glück haben wir da ein Spotting auf die Lexington Flieger und können hier schon mal drauf schießen im Nebel. Ihr seht, da hat er die Flak dann wieder aktiviert. Also wir müssen hier noch was machen. Das nützt alles nichts, wenn wir hier nur drin stehen bleiben würden im Nebel. Und hier das Duell so ausgehen würde. Beide Schiffe bleiben hier im Spiel und die genische Lexington bleibt im Spiel. Dann wird es wahrscheinlich auf einen Sieg für den Gegner hinauslaufen. Das würde auf jeden Fall verdammt knapp werden, ob wir ihn punktemäßig noch überholen könnten. Deswegen, ja, müssen wir schon auf die Lexington gehen. Und dahin ist die Lexington. Ganz wichtig, dass die jetzt schon offen ist. Der hat sich nicht weiter entfernt. Hätte vielleicht schon früher reagieren oder realisieren müssen, dass ja hier nochmal Gegner auf ihn zukommen. Ja, keinen Smoke haben wir jetzt mehr ready. 5000 Trefferpunkte haben wir noch knapp übrig. Flak wurde gerade wieder deaktiviert. Das ist das, was ich vorhin sagte. Ihr wollt nicht, dass die Flak zu früh schießt und euch entsprechend ja aufmacht. Ihr habt jetzt natürlich keine große Abwehr hier gegenüber der Lexington. Ihr müsst drauf zufahren, ihr müsst ihn versuchen rauszuholen. Und wenn die Flieger euch aufdecken sollten, dann, ihr seht's, jetzt wird es gleich nämlich passieren. Jetzt wird er gleich die Flak aktivieren. Genau, da waren die knapp 2,8 Kilometer gewesen. Ja, die Lexington hat jetzt nicht die Möglichkeit, so schnell zu reagieren und die Flieger in Position zu bringen, um euch direkt anzugreifen. Ja, und die Lexington macht jetzt auch noch einen Fehler, fährt da raus. Also, wenn, dann hätte er sich halt hinter der Insel irgendwie verstecken müssen oder noch Richtung Kartenrand fahren sollen. Jetzt muss er halt die Runde fliegen da oben. Jetzt kommt erst der Angriff. Hat ein paar Flieger verloren. Unglücklich, dass wir hier getroffen wurden und direkt in Brand geraten. Das repariert er natürlich gleich wieder. Ja, und jetzt hilft uns unsere Gunpower, unsere DPM hier natürlich. Die Lexington versuchen schnell hier rauszufokussen. Torpedos wirft er erstmal schon mal ab. So, jetzt hat er in der Eile hier die Flak erstmal nicht ausgeschaltet. Aber braucht er auch nicht mehr, weil wir sind natürlich jetzt so dicht auch an der Lexington denn dran. Entweder gewinnen wir das Ganze oder wir verlieren es. Lexington uns nochmal getroffen hier. Torpedos noch mit dem Nachladebooster auch entsprechend rausgeschmissen. Ja, und man muss sagen, zum Glück hatte er nicht mehr so viel Schlachtflugzeuge. Also die waren jetzt nicht mehr voll gewesen. Muss jetzt mit Bombern wirklich kommen. Das ist natürlich jetzt schwer, ein DD mit Bombern zu treffen. Schön wäre es gewesen, wenn wir jetzt noch so einen Smoke gehabt hätten. Hätten wir uns kurz da nochmal reinstellen können. Die haben wir aber nicht mehr. Dementsprechend, ja, ist es alles darauf ausgelegt, hier die Lexington rauszugunnen. Und das sieht auch sehr gut aus. Akizuki sei Dank, hohe DPM, ja, knapp 200.000 Schaden. Mal gucken, ob wir die 200.000 gleich noch knacken. Super spannendes Gefecht auf jeden Fall hier gewesen. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Runde. Wir haben alles gesehen, was die Akizuki ausmacht. Und hier nimmt der Lexington raus. Runde gewonnen. Hier für euch die Screenshots. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut, euer Sigwards Team.